Ja, herzlich willkommen bei Löwen TV hier beim Heimspiel des KSV Hessen Kassel gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Heute mit dem Neuzugang Morike Sarko, auch wieder dabei Tobi Damm. Wir freuen uns sehr, dass er wieder auf dem Platz steht. Wir sind gespannt, wie sich der Neuzugang macht hier auf dem Rasen im Aue-Stadion in Kassel beim KSV. Und wir werden ihn nachher mal fragen, wie es denn so gelaufen ist. Sarko, herzlich willkommen in Kassel. Leider heute 2:4 verloren. Wie sind dennoch deine ersten Eindrücke hier von dem Verein und der Stadt? Ja, von der Stadt habe ich nicht viel gesehen, weil, wie gesagt, das war mehr hin und her mit dem Vertrag. Und am Ende hat es geklappt. Und ja, sehr fußballerisch. Wir haben uns viel vorgenommen für heute und wir wussten, dass sie stark sind. Aber wie gesagt, erste Halbzeit waren wir gar nicht da. Und das ist uns gefällt heute, glaube ich. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung heute? Es ist ja nur ein paar Tage her, dass du ein Pflichtspiel absolviert hast. Ja, so ganz normal. Solange wir nicht gewonnen haben, für mich zählt nichts. Also das ist gut, dass ich wieder Pflichtspiele spielen kann. Und ja, sonst mehr kann ich nicht dazu sagen. Da haben wir 4-2 verloren, enttäuschen und ja, geht's weiter. Was hast du dir persönlich vorgenommen hier in Kassel? Ja, wieder, also wie gesagt, mindestens wie, also ich bin hier dazu gekommen, als Verstärkung, um mindestens das Ziel wie letzte Saison zu erreichen. Also das heißt, Relegation zu spielen mindestens. Und dann weiter schauen wir. Ne? Also erste 2 Plätze wäre super für mich. Ja. Vielen Dank und alles Gute hier in Kassel. Dankeschön. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der Partie KSV Hessen Kassel gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Endstand 2:4, offizielle Zuschauerzahl heute 1800. Ich begrüße ganz herzlich alle Medienvertreter hier im Presseraum und alle VIPs und Sponsoren oben im VIP-Raum sowie alle zugeschalteten Fans draußen auf der Videowand. Und ganz besonders grüße ich natürlich auch unsere Gäste von der SG Sonnenhof Groß Asbach, Regal Lehm. Und natürlich auch unseren Cheftrainer Jörn Großkopf. Lehm, wie haben Sie heute die Partie gesehen? Ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Wir waren sehr, sehr aktiv, ja, so wie wir auswärts in den letzten Wochen einfach immer aufgetreten sind. Wir wussten, dass es hier ein harter Brocken ist mit Hessen-Kassel, weil sie auch körperlich sehr, sehr stark sind und robust sind. Und wir wussten, wir müssen dagegen halten. Meine Mannschaft hat es mit sehr, sehr viel Laufbereitschaft aufgefangen, war immer unterwegs im Umschaltspiel, sowohl defensiv als auch offensiv. Hat die Räume sehr, sehr gut eng gemacht, den Gegner bei der Ballannahme sofort gestört. Und deswegen, denke ich, war der Halbzeitstand auch in Ordnung. Wir haben da einige Großchancen noch liegen lassen. Von daher waren wir trotzdem zufrieden mit 2:0 hier in der Kassel, damit hätte man nicht gerechnet. Dann ging es in die zweite Halbzeit, wir haben uns zwar bewusst, dass wir kein Gegentor bekommen dürfen. Sobald das passiert, wird hier nochmal ein bisschen was geweckt. Die Kassel haben ja noch kein Spiel verloren in der Saison. Deswegen war klar, dass sie dann auch Selbstvertrauen bekommen und haben das Tor gemacht dann zum 1:2. Und dann war es sicherlich ein bisschen mehr Atmosphäre da. Ja, die Zuschauer sind dann ein bisschen gekommen und wir haben das ein oder andere Problemchen gehabt. Wir konnten dann aber wieder von der Bank unsere Joker bringen, die zurzeit einfach sehr, sehr gut stechen und immer wieder, wenn man Manuel Fischer auf der Bank hat, Dennis Berger auf der Bank hat, Simon Skalatidis auf der Bank hat, dann weiß man, dass man einfach nochmal richtig Qualität nachlegen kann, die letzte halbe Stunde nochmal Vollgas geben. Und ich denke, dann waren wir uns ein bisschen zu sicher nach dem 3:1, dass wir es endlich in der Tasche haben. Und die Kassler haben nicht aufgegeben, haben dann immer wieder weiter versucht, Druck zu machen und kam dann mit dem Schuss
wovor das Risiko gegangen ist, zum 2-3. Und ja, dann ist es natürlich schon prekär. Bloß meine Mannschaft hat es dann auch die letzten 10 Minuten meines Erachtens hervorragend runtergespielt, haben keine einzige Chance mehr zugelassen, haben selber dann natürlich auch den Ball gehalten, was dann auch mal nötig ist, um eben auch ein bisschen Druck rauszunehmen und ein bisschen Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Haben sie absolut toll gemacht und ich bin sehr, sehr stolz, muss sagen, sehr, sehr zufrieden mit der Leistung. Und wir werden uns jetzt wieder weiter konzentrieren auf die nächsten Aufgaben und sind froh, heute diese weite Reise von heute Morgen weg angegangen zu sein und jetzt auf dem Rückweg dann eben auch wieder mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Dann ist die Busfahrt von 4 Stunden ein bisschen angenehmer. Danke. Vielen Dank, Gröninger Ring. Jörn, dein Eindruck von der Partie? Ja, ich bin natürlich sehr, sehr enttäuscht. Erst einmal Glückwunsch an euch, an Groß Asbach, zu diesen 3 Punkten. Es war für uns eine verdiente Niederlage, das muss man ganz konsequent so sagen. Wir haben eine sehr intensive Besprechung gemacht. Wir haben alles angesprochen, was für den Fußball, für ein erfolgreiches Spiel erforderlich ist. Wir wussten, wie der Gegner spielt und genauso haben sie das auch umgesetzt, Groß Asbach. Aber wir haben einfach diese elementaren Dinge, die man machen muss, um erfolgreich zu sein, nicht umgesetzt. Und jedes Mal in der zweiten Halbzeit den Hebel umzulegen und dann nochmal wiederzukommen, das ist schwierig. Und dafür ist Groß Asbach einfach von der Qualität her zu gut. Ich muss meiner Mannschaft diesen Vorwurf machen, dass sie einfach Dinge, die wir besprechen, das fängt mit der Mauer beim 1-0 an, die war ganz anders eingeteilt. Diesen Vorwurf müssen sie sich gefallen lassen, darüber werden wir sprechen müssen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich heute erstmal ja, sehr, sehr enttäuscht. Aber wir werden aufstehen und werden versuchen, das im kommenden Mittwoch besser zu machen. Ja. Vielen Dank, Jürgen Großkopf. Gibt es Fragen von den Medienvertretern? Was war jetzt mal vorweg mit Max Sauer? Das sah ja eigentlich vorher so aus, als ob er spielen könnte, oder? Ja, das war eigentlich bis gestern Abend auch der Fall. Der hat am Mittwoch, Donnerstag und Freitag trainiert, hatte keinerlei Schmerzen, alles war gut und aus unerklärlichen Ursachen ist über Nacht der Schmerz so stark geworden, dass er das Knie kaum noch bewegen konnte. Ja, die Ärzte konnten nichts feststellen bislang. Ich bin überfragt, das müssen wir die ärztliche Abteilung nochmal ins Spiel bringen. Das ist natürlich bitter für uns, weil der junge Mann, auch wenn er erst 18 Jahre alt ist, für uns auf der rechten Seite ungemein wichtig ist. Dann war vorher ja die Diskussion, spielt denn Herr Sarko wohl in der Innenverteidigung, spielt er im Angriff und dann spielt er erstmal im offensiveren Mittelfeld. Wie kamst du dir entscheiden? Also bei mir gab es keine Diskussion, ob er hinten oder vorne spielt. Ich habe lediglich gesagt, dass er hinten und vorne spielen kann. Aber eine Diskussion, wo er spielt, gab es von meiner Seite aus nicht. Ich finde, der hat seine Sache übrigens ordentlich gemacht. Ein bisschen zu oft abgepfiffen worden, der ist nun mal größer als die anderen. Gibt es weitere Fragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, beende ich an der Stelle die Pressekonferenz. Wir sehen uns bereits am kommenden Mittwoch wieder, wenn Eintracht Frankfurt 2 hier zu Gast ist, am Pfiff im Au-Stadion, 19 Uhr. Unseren Gästen wünsche ich einen guten Nachhauseweg, gute Fahrt und alles Gute für die restliche Saison. Danke.